Hallo und herzlich willkommen in der mysteriösen Welt von Dark Pictures, Man of Medan. Und mit mir an meiner Seite der ebenso mysteriöse und zwielichtige Flo von For You. Hallo. Hi. Ja. Genau, so sieht's aus. Ich habe gedacht, du würdest ein bisschen mehr reden, aber okay, ist in Ordnung. Dann bleibt's halt nur beim Hi. Markus, das Geheimnisvolle kommt ja, indem man auch mal ruhig ist und das alles auf sich wirken lässt. Okay. Wenn ich jetzt überall anfange, alles voll zu babbeln und nur am Schwätzen bin und jeder Scheißdreck verzähle, dann wirke ich ja gar nicht so zwielichtig und bedrohlich. Hast du irgendwann einen Superschurken, der jetzt so viel redet? Also nee, das geht ja gar nicht. Ist in Ordnung. Mir war es lieber, wie du nur noch Hi gesagt hast. Apropos Hi, wir sind auf der Hohen See. Wow, was für eine Überleitung. Unglaublich. Wir haben uns schon wieder verbunden, wie sich das gehört. Ach, schön, ne? Und jetzt setzen wir die Story fort. So, okay, bereit? Jetzt warten wir nur noch auf den Flo. Ich habe schon längst gedrückt, ich kann aber erst dann, das wird erst akzeptiert, wenn du fertig bist. 1. Risiko! Sind wir mal gespannt, wie es weitergehen tun tut. Nach dem Ladebildschirm. Und wow, nach dem Ladebildschirm kommt ein Ladebildschirm. Nach dem Ladebildschirm kommt ein Ladebildschirm. Wow. Wer hätte das gedacht? Das ist schon die erste Überraschung. Also und noch ein Ladebildschirm. Wow, alle guten Dinge sind 3. Ja, ich habe auch gehört, Ladebildschirm kriegt eine Fortsetzung. Nein. Ja. Auf der Gamescom gab es ja den Ladebildschirm-Simulator. Fand ich gar nicht mal schlecht, ja. Ohne Scheiß. Ja. Oh, also die Ladezeiten waren ein bisschen lang, aber was danach kam an Gameplay hat mich echt überzeugt. Stimmt, die Ladezeiten zum Ladebildschirm waren schon etwas habe ich, aber okay. Also bis da alles geladen war, war ich auch ziemlich geladen. aber im Laden habe ich gehört, soll es dann auch billig sein. Der Ladebildschirmsimulator. Also ich warte nur drauf, bis das auch noch kommt. Das wird tatsächlich noch fehlen. Thomas, wenn du das hier hörst, entwickelt bitte mal den Ladebildschirmsimulator. Ach, kann Thomas sowas? Thomas ist an einem Videospiel dran, der programmiert. Der Sachse programmiert. Der Sachse produziert, ja genau, programmiert. Ah, da kriegen wir jetzt im nächsten AD-Simulator. Oh. Komm schon. Ja, das hatten wir ja noch. So, genug nass heute. Ja. Yeah. Guck mal, wie sie auf seinen Arsch starrt hier, die Julia. Ja, hast du nicht die riesige Beule gesehen, die da rechts an der Hose ist? Also die ist ja nicht umsonst, denke ich. Guck mal, die ist auch schon ganz feucht. Ja, ja. Was? Bist du okay? Was für eine Frage. Ich finde es sexistisch, dass sie hier kein weißes T-Shirt anhat. Oder er. Wir müssen weg. Er ist noch dort, dieser Typ. Ah ja, stimmt das. Komm schon! Weg hier! Genau, und hier hat's ja jetzt geendet. Genau. Und ein weiterer Ladebildschirm. Unglaublich. Yeah, oh, sehr schön. Also ich finde diese Details am Ladebildschirm auch sehr schön. Dieses kleine Ender. Deine andere Verbindung zum Spieler ist schwach. Was soll das? Pausiert vom Lautsprecher. Geht's jetzt auch wieder los? Was? Das ist der Ladebildschirmsimulator, nicht der Pausebildschirmsimulator. Ja, ich bin auf gar nichts gekommen. Ich habe nur gewartet. Du eigentlich. Weißt doch, R1. Ja, ja. Bei mir steht, pausiert vom Lautsprecher. Ich kann dir ein Bild machen. Oder guck bei mir einfach nein, an. Nein, mach einfach. Alles gut. Komisch. 3, 2, 1. Risiko. Mit dem ganzen Piratenabenteuer Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig. Aha, du bist Conrad. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Ihr wolltet nicht viel ausgeben. Ich bin der Nerd.
man kriegt diese Titel, also, die nicht gerade die besten sind. Brad, Alex, ich weiß gar nicht. Brad, glaube ich. Wieso sind da so viele am Labern? Ist doch gar keiner. Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bitte. Wow, toll. Oh nein. Bei mir ist die Lady. Wie läuft man nochmal schnell? Ah, das war jetzt. Das war jetzt nicht. Ach so, das war jetzt so. Okay, ich dachte eben schon, ne? Gibt's doch gar nicht. Na, das ist diese blöde R1. Wer setzt denn die Pausetaste auf R1? Ja, also das macht ja wahrscheinlich, gerade wenn man in Panik ist. Gerade deswegen, die Schnelltaste ist ja auf der anderen Seite. Spielchen mit mir. Auch bescheuert. Was soll denn passieren, wenn ich da reingehe? Auch bescheuert, wir machen ein Rennen auf L1. Ja, L1? Ja, kann ich noch verstehen. Ah, ich habe eine Karte gefunden. Hä? Das ist eine Insel. Das ist keine Schiffskarte, das ist eine Inselkarte. Zack. Ah, nimm's doch. Oh, was haben wir hier? Oh nein, eine Vorahnung. Kann man das umdrehen? Ja. Das ist schlecht. Internationaler Frachtbrief. Aha. Mandschurei-Gold. Okay. Warte mal, was stand da unten? Der Empfänger bestätigt, dass die erhaltene Ware inspiziert und für den Transport zum angegebenen Entladehaben für sicher befunden wurde. Was? Niemals. Die Fracht ist keine Schmuggelware. Nö. Wow! Okay. Blablabla. Okay. Das ist geil. Das war gerade ein geiler Effekt. Gebe ich zu. Und ich bin nicht leicht zu erschrecken, um das zuzugeben. Warte mal, hier ist auch noch was. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass ich in jede dunkle Kabine gehe, aber ich will halt unbedingt mal wissen, was hier alles ist. Okay. Soll ich irgendwas drücken? Nee, ja? Nee. Komm, okay. Hä? So, gehen wir mal hier rein. Ah, hier ist wieder ein Dokument. US Army, MP Berichtnummer. Bla bla bla, John Ferris um ca. 0105 alarmierte mich das Küchenpersonal wegen einer Auseinandersetzung in der Messe. Als ich nur einen Moment später in der Messe eintraf, fand ich eine johlende Menge vor, die zwei Männer in der Mitte des Raumes anfeuerte. Ich zerstreute die Menge und begann mit der Untersuchung. Bei den Schreitern in der Mitte handelte es sich um PVC Brand, der mit blutigem Gesicht am Boden lag, und mit PVT Wagner, der mit blutigen Fäusten über ihm stand. Als ich mich den beiden näherte, drehte sich Wagner zu mir und schlug nach mir und Brand. Einige der Anwesenden halfen mir, Wagner festzuhalten und nahmen Wagner noch vor Ort fest. Derzeit wacht Sergeant Wood über ihn. Okay. Whatever. Okay. Oh nö. Woo! Sehr geil. Ja, tatsächlich. Ey, wenn ich jetzt lauter Sachen zum Lesen finde, dann das hier. Ja, bei mir treibt wieder irgendwas sein Unwesen. Ja, toll. Oh, ich hab'n Safe. Kriegt er auch wieder nicht auf. Ich hab natürlich wieder der wo jetzt wieder nix gebacken kriegt. Hör auf mit der Scheiße. Lauf weg. Okay. Ah, je. Naja, schön ist anders. Ach, guckst du dir gerade deine Facecam an. Danke. Bitte. Ich hab wenigstens eine. Ja, ich kann ja die Zuschauer nicht mit meinem wunderschönen Gesicht ablenken. Das ist sehr rücksichtsvoll. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass mich das Gemälde anspringt. Irgendwo muss ein Schlüssel sein, hat er gemeint. Okay, schauen wir mal. Bin ich jetzt hierher Markus, gekommen? Schade, dass du nicht hier bist. Ich bin an deinem Lieblingsort in Horrorspielen. Ich habe ein Klo gefunden. Oh, geil. Das sieht auch wunderschön versifft aus. Nachsehen, was hinter der Tür schön. Ist, oder? So mag ich es am liebsten. Absolut. Ja, aber nicht nur in Spielen. Oder doch nicht?
Nein, nein, nie, keine Kamerafahrt nach hinten. Ich muss. Wobei in den meisten Horrorfilmen waren die Toiletten merkwürdigerweise und erschreckend sauber. Das war gut. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Ah, ich hab den Schlüssel. Ah, ich hab eine Idee, wie wir das aufbrechen. Gut, gehen wir mal zum Safe. Ich hatte gerade echt eine schöne Szene hier. So voller Erwartung eine Tür aufmachen und dann bricht der Griff ab. Aber das ist erst so wunderschön so angeteasert worden. Oh, Tür öffnen, Tür öffnen. So. So, komm, nehmen wir das Ding doch da mal mit. So, machen wir mal den Safe auf. Genug für die Tür. Oh, wieder was zum Lesen. Yay. Was? Was mit Chemikalien hat er gelesen? Oh, was denn jetzt? Oh, shit! Oh, hallo. Also, in der Gestalt darfst du zurückkommen. Reiß dich zusammen, Mann. Hey, Mann, ich bin weg. Oh, nö. Hör mit diesen Kamerafahrten auf, bitte. Oh, nö. Conrad dreht total durch. Oh, der Kurator. Der Kurator? Bei mir ist noch kein Kurator. Ich bin gerade am Durchdrehen. Ja, der ist bei mir auf dem Schiff. Wow! Ninja! Okay, ich werde vom Geist verfolgt. Was? Hä? Ach so, da ist noch ein Boden. Oh, das war aber jetzt gerade... Ey, ist das... Was war denn das gerade für eine Kamera? Oh, fuck. Ah, nein. Hä? Was denn jetzt? Oh, endlich mal. Oh, Mann, ey, was war denn das gerade für ein Scheiß? Oh, mein Gott. Ja, oh, mein Gott, ja. Oh, fuck, was ist das? Das Schiff stürzt ein. Shit! Haha, Anne Fall. Oh, Omi. Zombie-Omi. Natürlich... Badelatschen, das ist eine deutsche. Ach, die Serie kenne ich auch im Trailer. So, was ist mit dem Conrad los? Okay, weißt du, warum ich mir Gedanken mache? Ich bin hier völlig allein, hier ist niemand anderes außer mir und ich bin Conrad gerade. Okay. Also, einer von uns beiden hat Halluzinationen. Wer kommt denn ans Medikamentenschränkchen? Ich oder du? Oh fuck, na, ich hab Urlaub. Wieder. Momentan komme ich nirgends dran. So, okay. Die Quicktimes, ey. Boah, ja, Alter, die sind nicht ohne, muss man echt sagen. Also, das ist halt echt. Vor allen Dingen, ich habe immer meine Kreis-Viereck-Schwäche. Komischerweise, alles andere drücke ich immer richtig, aber Kreis-Viereck mache ich immer. Scheiße! Alter, das war aber auch gerade auch echt heftig. Alter, das Vieh sieht geil aus. Stell dir die Wendigos vor, nur nochmal eine Stufe gesteigert. Okay. Das sieht geil aus, das Ding. Ich habe kein gutes Gefühl gerade. Hä? Okay. Geh weg. Das hat ein Bart. Lebst du als Conrad noch? Nein. Ja, ne? Wie bin ich bei dir gestorben? Ja. Wie? Du hast dir den Rücken gebrochen. Ah, cool. Bei mir bin ich aufgespießt. Du bist runtergefallen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, du bist aber irgendwie auf was draufgefallen. Ja, ich auf weiß dem Rohr. Auf dem Rohr, ja, genau. Ja. Nein, Conrad hat's erwischt. Also aufgespielt, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt so nicht gesehen. Ja gut, bei mir wurde es ein bisschen detaillierter gezeigt. Also, okay. Okay. Oi. Aber die Quicktime-Events sind echt nicht ohne. Laut okay, du bist. Okay. Du bist Alex. Ich hab das mit dem Herzschlag verkackt, aber das war gerade echt schwierig gewesen. Das war so eng getaktet. Okay. Ihr seid zu zweit und was vertackelt ist, der Lampe schlagt ihm einfach in die Fresse. Oh mein Gott. Ah. Oh, oh, wow. Okay.
Das war jetzt auch. Oh ja, Quick Time Event beim Trampensteigen. Ja. Ach, der Kurator. Ja, ne? Hast du jetzt auch mal gesehen. Schön langsam. Was ist denn mit seiner Stimme? Was sollen wir machen? Rennen oder springen? Rennen, oder? Gut, rennen. Oh, Alter, das war immer... Ey! Jetzt bin ich die ganze Zeit auf den beiden Tasten irgendwie, wenn es mal schnell... Und dann wird es wahrscheinlich Dreieck oder X. Ja, wahrscheinlich. Wie man es kennt. Mach sie auf! Gut, ich hab ja dich dabei. Ja, klar. Single mit Niveau. Wow. Ja, siehst du, X. Da, bam. Guter Schlag. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht ist er weg. Jetzt kommt er auf einmal. Ach, wer hätte es gedacht. Mach ich auch sofort, ne? Dass ich genau nochmal durch das Auge guck. Wow. Hier ist es nicht sicher. Ach, echt? Wie kommst du nur drauf? Hast du es mitgekriegt, was er gesagt hat? Hier ist es nicht sicher. Ja, ja. Ja. Wir haben da oben Flachs, komm. Oha. So, okay. Sind wir sicher? Ich glaube... Ja, ich glaube, wir sind hier sicher. Wo ist eigentlich Fizz? Ist sie schon... Nee, die ist ja auch noch nicht tot. Die ist ja nur gegangen. Ah ja, der Kurator. Oh, hallo. Ach, jetzt weiß ich, woher ich das kenne. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur. Der war bei The Unit dabei. Hm. Jetzt sind zwei tot. Dabei lief es so gut. Was? Ja. Und hat jemand Fliss gesehen? Ah, Fliss, na. No. Und was ist mit Conrad? Er oder er sie wären besser weniger sorglos. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Was soll man machen? Ich will keinen Spoiler. Okay. Wie beim letzten Mal, ja oder nein, wähl das, was du meinst. Kein Hinweis? Vielleicht denken Sie, Sie können das Puzzle mit Ihren eigenen Hinweisen lösen. Viel Glück damit. Ich hab's bereits gelöst. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Ja, genau. Hat er schön gesagt. ja, ich würde aber sagen, weil es jetzt gerade so einen schönen Abschluss gebracht hat, dass wir auch hier schon die Episode beenden. Ja, bin ich voll dafür. Ja. Mit uns wird gespielt. mit uns wird echt gespielt mit unserer Psyche und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Das ist der Vorteil, wenn die Psyche eh schon kaputt ist. Das ist es, ja. Gott sei Dank. Von daher ist eh egal. Habe ich einen Vorteil. Definitiv hast du einfach einen Hinweis. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Aber wer war denn, war mal, Conrad ist jetzt gestorben, wer denn noch? Ja, wer wird denn noch vermisst? Wer war denn noch auf dem Boot? Aber auf dem Boot war doch so. Fliss wird vermisst, aber die ist ja tot. Nicht tot. Die ist tot. Aber, nein, er hat ja gesagt... Nein, die ist tot, die habe ich gespielt, die ist gestorben in der letzten Folge. Och, na toll, du hast schon zwei Leute auf deinem Gewissen. Nur einen. Doch, Conrad ja auch. Den Conrad meine ich ja auch. Ja gut, Fliss, okay. Ja, aber Fliss hast du gesagt, hast ja auch gespielt. Machen wir jetzt hier einen Cut an der Stelle. Okay, naja, schauen wir mal, wer letztendlich noch überleben wird. Ich bin gespannt, ob die Zuschauer inzwischen verstanden haben, was hier passiert. Schreibt es mal noch nicht in die Kommentare, wenn ihr es verstanden habt. Schreibt es euch selbst auf und dann am Ende in der letzten Folge könnt ihr es ja schreiben. Okay, ich bin sehr gespannt. Ja, ich sag's dir auch, dir sage ich es auch noch nicht. Okay. Überraschungsmoment, das, ja. Ich weiß nicht, ob wir es noch auflösen können. Flo hat es faustig hinter den Ohren. Oh ja. Ja. Oh ja. Und noch ganz woanders. Egal. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, könnt ihr gerne ein Like da lassen, könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Man of Medan. Seid dann wieder mit dabei, das würde uns freuen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Bye, bye. Macht es gut, ciao.